Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Lage in Syrien stellt uns dieser Tage vor drei Fragen. Erstens, was sind unsere Sicherheitsinteressen? Zweitens, was ist unsere internationale Verantwortung? Und drittens, was sind wir bereit zu leisten für unsere Interessen und unsere Verantwortung? Was in Syrien und Irak passiert, muss im Fokus unseres Sicherheitsinteresses stehen. Wir sind 2015 in diesen Einsatz gegangen, weil der sogenannte IS seine Anschläge in die Mitte unserer europäischen Städte trug. Wir haben gemeinsam mit einer einzigartigen Koalition den IS zurückgedrängt, aber weder ist er endgültig besiegt noch vernichtet. Es droht vielmehr sogar eine Rückkehrerproblematik, die der Herr Außenminister schon angesprochen hat. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gebieten unsere originären Sicherheitsinteressen, unsere deutschen, unsere europäischen Interessen, dass wir den Kampf gegen dieses verabscheuenswürdige Regime des IS fortsetzen. Und dies entspricht auch unserer Verantwortung. Wir sind die stärkste Nation Europas. Wir sind derzeit im Sicherheitsrat. Wir haben mit der Bundeswehr eine der stärksten konventionellen Streitkräfte der westlichen Welt. Und wir treten ein für Werte, Frieden und Stabilität. Wir haben uns in der Präambel verpflichtet, dem Frieden in der Welt zu dienen. Und das ist auch genau das, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, was unsere Partner und Freunde von uns erwarten, so wie 2015 Frankreich von uns. Und dieser Verantwortung müssen wir nachkommen, oder wir sollten uns aus der Weltpolitik verabschieden und uns auf dem Biedermeier-Sofa darauf warten, dass die Gefahren auf uns zukommen. Das ist keine Alternative. Nehmen wir unsere Sicherheitsinteressen ernst, nehmen wir unsere Verantwortung ernst, dann müssen wir handeln, müssen wir uns engagieren, diplomatisch, mit wirtschaftlicher und humanitärer Hilfe, aber eben auch mit diplomatischen Mitteln, wenn es diese braucht. Und gegen den IS helfen bedauerlicherweise nur militärische Mittel, denn der IS kennt keine Diplomatie. Unser Engagement wird gebraucht. Was die Luftwaffe an Luftaufklärung, Luftbetankung nunmehr seit Jahren leistet, ist eben nicht so einfach von anderen Partnern leistbar. Und auch unsere Ausbildung, unser Training im Irak kann und will nicht jeder andere Partner machen. Und an dieser Stelle will ich die Chance nutzen, den Dank auszusprechen, den Soldatinnen und Soldaten in Jordanien und im Irak. Hochprofessionell, mit Hingabe, großem Einsatz leisten sie viel tolle Arbeit für unsere Sicherheit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Lage erfordert es, dass wir dieses Mandat fortsetzen. Aber wir stehen zurzeit auch in einer weiterführenden Debatte, die um das Schicksal des Nordosten Syriens. Und auch hier gebieten es unsere ureigenen Sicherheitsinteressen, unsere internationale Verantwortung und die Erwartung und der Hilfsbedarf unserer Partner, was wir tun. Und wir müssen halt zur Kenntnis nehmen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika sich auf dem Rückzug befinden, ihre Verantwortung sozusagen als Weltpolizist, als wahrer westlicher Interessen nicht mehr wahrnehmen. Das kann man beklagen, das kann man bedauern, das muss man zur Kenntnis nehmen. Und man muss außerdem wissen, dass wir wohl keine Möglichkeit haben, unmittelbar die Vereinigten Staaten von Amerika zu einer Änderung ihrer Strategie zu veranlassen. Und deswegen ist es richtig, dass wir in Europa seit längerer Zeit, und die Debatte hat 2014 auf der Münchner Sicherheitskonferenz mit Beiträgen des damaligen Bundespräsidenten, des Außenministers und unserer Verteidigungsministerin begonnen, dass wir als Deutsche wissen, wir müssen für derartige Krisen mehr Verantwortung übernehmen. Das ist die einzige Konsequenz, und dem sollte man nicht ausweichen. Und deswegen stehen wir jetzt vor einem politischen Prozess, den Annegret Kramp-Karrenbauer mit ihrer Initiative noch einmal angestoßen hat. Und es führt dazu, dass man Farbe bekennen muss. Es fängt an bei Herrn Erdogan. Um es klipp und klar zu sagen, wir haben eine Debatte hierüber geführt, ich will das unterstreichen, was der Herr Außenminister dazu gesagt hat. Das ist völkerrechtswidrig und, liebe Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90 Die Grünen, selbstverständlich, auch was Afrin angeht. Nur wenn es Herrn Erdogan, wie er behauptet, nur um Schutz des türkischen Staates geht, dann muss er die Initiative von Annegret Kramp-Karrenbauer unterstützen. Wenn er aber Land gewinnen will, wenn er annektieren will, wenn er Resettlement machen will, wenn er eine Zwangsumsiedlung von Syrern machen will, was wir niemals mittragen werden, dann wird er sie ablehnen. Und deswegen werden wir an der Reaktion aus Ankara sehen, was die Türkei wirklich will. Wir haben dazu eine klare Erwartungshaltung, und die sollten wir deutlich äußern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das gilt auch für Russland, dass wir an dieser Stelle nicht aus der Verantwortung entlassen, sondern auch Russland muss sagen, will es an dieser Stelle ernsthaft einen friedlichen Prozess, will es einen politischen Prozess, dazu bekennt es sich immer wieder,
Aber das dürfen keine Lippenbekenntnisse bleiben, sondern wir erwarten jetzt, dass Russland diese Debatte auch im UN-Sicherheitsrat konstruktiv beteiligt. Und das könnte der Anfang dafür sein, dass Deutschland, dass Europa mehr Verantwortung übernimmt. Und deswegen war das eine gute Initiative und ist dieses Mandat, wenn wir es fortsetzen, auch ein guter Beitrag für mehr Frieden und Freiheit, nicht nur in jener Region, sondern auch für uns. Dankeschön. Für die FDP-Fraktion hat nun Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann das Wort.